Hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal Knights. Wir sind auf den Granatspitzen gelandet, wie in der letzten Folge versprochen. Drei Portale gibt es ja an der Zahl und eins führt uns direkt zum Endboss. Endboss oder Boss? Oh, es gibt mehrere von Na den gut, Endbossen, okay. Boss. Nur denn? Jetzt würde ich da einfach mal Lucky machen. Was haben wir hier? Oh, Häuser zum Wegkrabbeln. Was ist das für eine Box? Oh. Alter, Chilischoten. Gelee-Bären. Na, jetzt geht's aber los hier. Was ist das Hier ist denn? eine Geh Eule. weg. Hier ist eine Eule. Ist das ein Mob-Verkäufer? Ist das Verkaufer? ein. Jo. Warte mal, du kannst zuerst machen. Funny Jongo. Flauschige und nicht so flauschige Tiere für jedermann. Handeln. Geil. Muss ich jetzt kurz mal ausrasten. Es gibt graue Katze, schwarze Katze, grüner Frosch, brauner Kröte, braune Eule, schwarze Eule, graue Ratte, weiße Ratte. Ich habe ein bisschen von den Smaragden hier was abgebaut. Brauchst du Kürbis? Kürbis? Jo. Kannst du Nimm liegen mir gerne bitte Kürbis mitnehmen? mit. Er hat mir ein Übis auf die Übel gehauen. So, Knochen habe ich ja eigentlich noch Und genug. diese Karotten. Ich mag Okay, da Karotten. habe ich wieder Alabaster drin. Achso, hier können wir alles verkaufen, sowas. Ey, yo, ich habe einen Football am Start. Können wir kurz mal eine Cool. Runde kicken? Wie viel Die habe ich Tonne jetzt? ist hier. 728? Ich brauche das Hasenkostüm von dem. Wenn du das Hasenkostüm findest, oder allgemein, wenn du das Hasenkostüm hast und deine Karotte isst, Palmblätter, gibt es eine Trophäe. Für die, die es vielleicht noch nicht wussten. Ich hab nur zwei So, ich nehme Karotten. mal ganz Was für kurz. ein Scheiß. Ansonsten würde ich sagen, wir machen hier mal kurz einen Dungeon. Oh, hier sind noch Karotten. Ja, Heiltränke hat es ja gesagt, große Heiltränke. Ja, wie so ein kleiner, mittlerer, Karotten und klein Wasser. Mittel. Kleinmittel. Hier sind auch Einfacher Heiltrank, Karotten. den schwachen machst du mit den Beeren und den einfachen, den machst du mit den Karotten. Vier Karotten und zwei Flaschen brauchst du dafür. Also zwei Wasser. Das macht 220 Leben. Brauchst halt relativ viel davon, aber ist ja kein Problem. Lässt sich alles anbauen. Natürlich. So, ich schau mal ganz kurz. Ich habe hier noch das Rezept für die Sprengbomben. Allgemein noch ein paar Rezepte hier in der Wie Tasche. bist du da hochgekommen? So, ich habe hier noch mal Rezept für. Warte, ich schmeiße das mal ganz kurz raus. So. Mal gucken. Oh Ich lol, habe hier. ich habe das Rezept jetzt zweimal durch dich. Okay, ich habe Ich gerade würde den das Football gerne in der Hand. aus dem Inventar direkt lesen. Du musst es erst ausrüsten und dann kannst du es lesen. Das ist ein bisschen doof. Ja, Home Run. Mach mehr hin. Hä? Wo ist er denn? Hinter dir gelandet. Oh, da unten. Ich will. Und Oh. tschüss. Oh, du warst fast drüben. Oh nein. Und tschüss. Verdammt. Verdammt. Ob wir den Lumpy wiedersehen, findet ihr in der nächsten Folge raus. Macht's gut. Hier ist zum Beispiel noch ein Dungeon. Lass mich Sehe ich hoch. hier irgendwas? Oh, schönes Türmchen. Das sind die zwei Türme. Okay, ich bin weg. Dungeon Crabbler. Oh, ein bisschen Licht. So. Kiste? Nee. Ach, hier, Mana-Tränke. Hatten wir ja vorhin noch. Achso, du brauchst Mana-Tränke, hast du gesagt. Ich geb dir welche. Alles gut, alles Na, gut. guck mal. Habe ich dir da in die Warte. Ecke gelegt. Oh. Ich
11 Stück. Das ist aber ganz schön gehortet. Ich hatte Mana-Trank jetzt auch nur für eventuell den Kompass. Ah, du bist schon unten. Achso, der Kompass braucht Mana. Okay. Ja. Oh, gefallene Krieger und. Krieger war nicht. Ich treffe den nicht. Oh, dafür habe ich ihn nicht. Ist der was drin in dem Käfig? Ne. Schade, schade. Den Käfig auf uns. Schnappe. Also man merkt echt anhand meiner Waffe, ich teile noch nicht wirklich Schaden. Ich brauche ein neues Schwert. Irgendwie, irgendwann. Jetzt hau doch nicht ab. Oh, ich hasse es. So, ich hab'n. Gelbe Portalsteinfragmente. Da ist noch einer. Hi. Ich bin zu viel aus der nächsten Attacke. Da dann noch die Breite hauen. Putz. Ist hier noch irgendwo eine Tür, die ich nicht sehe? Achso. Nein. Ah ja, okay. Hallo. Na komm, komm runter. Na los jetzt. Jawohl, das war Nummer 1. Der ist ja ordentlich gehauen. Ich bin daher geflogen. Wie sieht es immer so aus, ist da was, aber ich habe da schon mehrmals dahinter was geguckt, da war dann doch nie was. Okay, eine Sprengbombe habe ich, aber sonst nichts weiter. Kein Portal. Ach, schade, Schokolade. Dann nehme ich mir auch ein paar Mana-Tränke mit. Mächtiger Mana-Tropf. Warte, ich aktiviere nochmal ganz kurz. Au, fuck. Was ist hier los? Verwenden, Mann. Aua. Ich bin so richtig auf die Fresse hier. Uhuhu, Level up. Ja, so bin ich jetzt Stufe 11. Doch mal. Ich hab ich auch eine Stufenaufstieg bekommen. Das ist ja nett. Mal gucken hier. Und wir haben das Bossportal gefunden. Nicht den Bossbrust, sondern das Bossportal. Noch ein bisschen auf Ausdauer gelevelt. Aha! Oh, das ist. Da brauchen wir die gelben Steine für. Das ist ja. Jo. So, irgendwie kommt aus den Pilzen doch kein Wasser raus, ha? Ich glaube, ich habe gerade eingepullt. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach mal. Und gucken nochmal rein. Jo. Auf zur Wurmgrube. Bis gleich. Bis zur Unendlichkeit. Und noch früher. So, da oben dieses kleine Wurmschwänzchen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Dem Lompi habe ich gerade schon versucht zu erklären. Wenn ihr beide Trophäen für diesen Boss haben wollt, müsst ihr als erstes den Wurm legen. Ja, Wurmgrube verrät ja eigentlich schon, was es für ein Boss ist. Und die zweite ist, ihr dürft keine anderen Würmer töten. Das heißt, zwischendurch, während ihr gegen den Boss kämpft, kommen immer kleine Würmer und sein Wurmschwanz, den wir da oben gerade sehen. Wenn wir den hitten, wird der Boss wieder verwundbar. Also Lumpy, nichts anderes plätten, nur da oben dieses kleine grüne Etwas suchen. Wird auch markiert als Wurmschwanz und wenn du den haust, dann wird den großen hauen. Ja, hier siehst du es gerade, Level 10, Wurmschwänzchen. Ah ja. Warte, ich hau mir mal ganz kurz noch die Schriftrollen hier im Ding. Ja, und dann überlasse ich den Vortritt. Oh ja, warte. Das ist eine gute Idee. Die Schriftrollen. Das ist die richtigen Schriftrollen der Heilung. Alles klar. Okay, Achtung. 3, 2, 1, Feuer! So, hallo! Hallo, Onkel. Du siehst ja richtig nett aus. Wie gesagt, typisches Plattform-Endboss hier habe. Im Kreis rennen, aufpassen, dass nicht getroffen wird. Und wenn das Wurmschwänzchen rauskommt, ich sehe es schon, aber da hinten. Raufhauen, dann fällt der Boss um. Ich habe ihn. Nein, das war's nicht. Verdammt, da liegt er. Ja, und dann. Oh nein, ich bin gestorben. Ich bin in die Säure gefallen.
Den hau einfach ein bisschen auf. Ja, erstmal nicht. Ja. Dann sag ich, spiel mal weiter. Nochmal. Au, fuck. Ja, er wird ein bisschen böse. Achtung! Ja, ich sehe das Schwänzchen. Jetzt auf den Kopf. Ich hab's erledigt, aber das war nicht das Richtige. Ja, vielleicht hat er jetzt mehrere. So, bei automatisch. Da geht schon ein bisschen mehr runter. Noch so hochgeheilt dadurch. Schön laufen, 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 laufen. Oh, aber auch nicht. Ja, der liegt aber auch schon mit 12 rum. Oh, sogar direkt das Richtige vor der Nase gehabt. Halt, andersrum. Auf den Kopf. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Bossfight war als Bogenschütze ein bisschen einfacher. Und da geht er down. Ja, da sag ich mal noch, ah ne, nicht Hallo sagen. Warte, ich krabbel mal runter für das Zeug. Rezept für Arkanspiegel, Rezept für Giftring. Hast beide gekriegt? Jo. Oh, sehr schön, dann hatte ich doch keinen anderen Wurm getroffen. Warte mal, mein Rucksack ist voll. Ich, Müll. Ich hab noch ein paar Plätze frei. Rezept für Raketen, Rezept für Giftregen und Rezept für Arkanspiegel. Kommt ihr hier irgendwo runter auf die andere Plattform? Ist da noch vielleicht hier noch irgendwas versteckt? Nö, hier unten in der Mitte. Ich meine, ja, dann auch wieder halt noch weltringsrum ist, ne? Na gut, ich komm zu dir. Achso, ich weiß gar nicht, warte mal. Ich baue mich mal ganz kurz nach oben. Oh. Ah, du kannst dich bauen. Okay. Aha. Bauen verboten. Aber du kannst. Man kann auch nichts abbauen. Ja, du darfst trotzdem hier nicht. Ne. Selbst die blauen Steinchen kannst du nicht mitbauen. Ja gut. Ja, das war der erste Boss. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder ins Portal und schauen mal, ob wir für dich noch ein bisschen was herstellen können und machen vielleicht am Haus noch was. Ja. War jetzt aufregend genug, machen wir eine Pause. Ab geht er. Ah nein, wir kommen in die Palmenburg. Juhu! Juhu. Gucke da. Da sind wir. Ich wollte gerade eben eigentlich, als wir gewonnen hatten, noch sagen, Sieg, yay, juhu, yippie, yay. Ja, warte, das kann ich auch. Yeah. Also was hier ganz wichtig ist, welches, welche Ressource, sage ich jetzt mal, oder welche Ressourcen sind einmal die Palmblätter. Aus denen kannst du nämlich Leinstoff herstellen und Palmharz. Palmharz brauchst du auch für spätere Rüstung oder zum Upgraden von Werkbank etc. pp. Deswegen nehmen wir hier erstmal einen Schwung mit. Ich nehme die alle mit. Das Gute ist auch, bekommen wir Holz, 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 Holz. Das sind doch eigentlich Aloe Vera Pflanzen, oder? Die kleinen hier? Da kommen doch auch Aloe Sprossen raus. Ja. Obstpalmsetzling. Und das ist ein schönes Haus. Weiß nicht. Guten Tag. Auch das ist Herr Mumie drin. Wer ist da drin? Ach, Herr Mumie. Hi. Aber. Kein Grund, uns gleich anzuspucken. Ah, hier ist ein. Guck mal, hier ist ein Tür. Rucksack voll, hier sind noch Zähne und die kannst du lieben gerne mal mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wofür wir die später brauchen. Ja. Kann man ihnen vielleicht helfen? Hallo. Ja, noch ein Stück. Hier liegt noch was. Sehr schön. Huhe? Fußspuren? Wie komme ich hier wieder hoch? Oh, so ein Shit. Ich bin jetzt einfach übers Haus gegangen. Ja. Was hier auch ein bisschen anders ist, und zwar die Steine, die es hier zum Abbauen gibt. Das sind nämlich Basaltsteine, die brauchen wir auch zum Upgraden für Werkbank etc. pp. Dann nehme ich jetzt auch einfach mal ein paar mit.
Ich mach weiter die Blumen. Boah, weißt du, worauf ich mal so richtig Bock hätte? Obwohl, der würde nichts sagen. Kennst du den Anime Dot Hack wahrscheinlich nicht, oder? Nö. Okay, schade. Auf so ein MMO, wie es in dem Anime geht. Auf sowas hätte ich mal tatsächlich richtig Bock. Oh, fuck. Das war ich nicht, das warst du. Ich werde gerade richtig hart gegrillt. Von dem Donner-Dude da unten? Oh. Immer fest für Bock. Oh, das ist aber auch besser, Junge. Wo ist er denn hin? Auch von dem weggeprügelt, Entschuldigung. Was ist hier? Was ist hier? Da ist die große Schildkröte. Hast du die nicht gesehen? Nein! Au, au, fuck, Alter, der haut dir auch richtig rein. Der haut dir richtig einen rein. Au, au! Lass den mal runterkommen. Alter, da macht so richtig viel AOE-Damage. Was lass ich denn? Schaff mal. Ich bin gleich tot. Ja, gucke mal. Gelbes Portalstein, frag mich nicht. Ja, super nice. Wenn wir unten sind, können wir glaube ich lang gucken, oder? Ja. Und auch die Fackel mal in die Hand. Oh, ich gebe mal hinter dir. Ha, daneben, du Affe. Was immer auch ihr Problem ist. So, hat sich erledigt. Noch eine Giftmorde. Wie ist hier nichts? Außer Abfall. So. Und Basaltsteine. Welche sind denn hier die Basaltsteine? Die ganz normal, also die aussehen wie normale Steine. Das sind Basaltsteine. Ach, die hier unter uns jetzt sozusagen. Ja, hier zum Beispiel. Und halt alles bei Leitsteinblöcke. Ich setze jetzt mal meinen Bergarbeiter hinten drauf. Rezept für verschleierte Jacke. Also ihr seht, es gibt einen Haufen zu lernen und zu finden. Wo ist denn der Lampe jetzt schon wieder hin? Ich springe hier hinten an einem Boss-Tor rum. Was ich gerade gefunden habe. Okay. Ich nehme an, das ist ein Boss-Tor, also es ist wieder mit Gelb. Ja, es könnte auch sein, dass man damit dann in die nächsten. Also die Welten sind ja immer unterteilt in 1.5, 1.4, 1 bla. Und dann als zweites kommt halt 2-1. Oh je. Die wieder. Oh, jetzt sehen wir meinen Zuschauer gerade gar nicht, dass die Palme hier hinter uns. Man kann einfach mal nur grün. Schön durch die Blume gesprochen. Ah, lila Schleim. Hilfe. Ah! Schau einfach mal wild in die Luft. Was soll denn das? Ja, genau. Das ist einfach mega verrückt, Junge. So. Aua. Oh, mein Rucksack ist voll. Ja. Nach wie vor. Gleich ist hier. Dann würde ich sagen, wir portionieren uns zurück auf unsere Heimatinsel, sehen uns dort dann in der nächsten Folge. Die Zeit geht eigentlich einfach zu schnell rum bei einem Spiel, das ist der Wahnsinn. Ich bin so viel beschäftigt hier mit Zeug und Stuff. Ja, und dann sage ich einfach mal Winke Winke und bis später, euer El Chakal und natürlich der Lompi. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Hi.